Am Donnerstag, den 18. August 2011, kam es im Kreis Heinsberg zu einem schweren Unwetter. Hier ein paar Aufnahmen aus Ophofen. In der Nacht zum Freitag hatte die Heinsberger Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Am Freitagmorgen waren die Schäden in Heinsberg dann erst richtig zu sehen. Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer, sowie hier in Heinsberg am Kreisverkehr an der Kolpingstraße, waren überall in Heinsberg zu sehen. Weiterhin ziehen dicke Wolken über den Kreis Heinsberg hinweg. Auch die Pegel der Ruhr sind stark gestiegen, wie hier bei Campen zu sehen ist. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Videobeitrag.